Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video hier aus Camp Blindwort, der Weltmetropole in NRW. Ja? Ja. Heute wieder zum Thema Hyundai i30 N. Es geht wirklich jetzt weiter. Und zwar, wir haben die Lufteinlässe für die Kotflügel vorbereitet oder beziehungsweise ausgedruckt in 3D. Dann haben wir einen Heckklappenspoiler. Das ist falsch. Dann haben wir einen Dachkanten-Spoiler gemacht. Dann haben wir auch ausgedruckt in 3D. Und einen Front-Spoiler, der liegt schon auf dem Boden, der ist gefräst. Ne? Ich finde, der sieht schon gut aus. So mein Geschmack. Sehr schlicht und wird qualitativ sehr, sehr, sehr hochwertig sein. Genau so ist das. Ich freue mich wirklich unglaublich sehr, weil ich mag das Auto auch. Wirklich. Wie sehr freust du dich? Unglaublich sehr? Unglaublich sehr. Das ist Made in Germany Metropole. Das ist, wenn ein Pole Deutsch spricht. Nein, manchmal ist das so, wie es ist. Manchmal bin ich auch aufgeregt. Ja? Also es ist nicht so, dass die Videos auch so... Mittlerweile ist es viel besser, ja, als letztes Jahr. Wir haben vor 10 Monaten angefangen, ungefähr. Ne? So ungefähr, ja, vor 10 Monaten. 60.000 Likes. Beziehungsweise 60.000 Abonnenten. Und ja, das macht mich sehr stolz, oder uns sehr stolz. Und zeigt uns, dass wir weitermachen sollen. So, jetzt Schluss mit Quatschen. Thema i30N. Da haben wir Klappkies. Ich glaube, der war das. Was ist der? Natürlich war das nicht der. Ich habe links und rechts. Mal rein. Ja, check. So. So kommt das. Zack. Das haben wir natürlich nicht vorbereitet hier. Ich zeige euch gleich sofort. Wie und was? Also, wir haben das, erstmal zeige ich euch das Dings hier, in 3D ausgedruckt. Guck mal, das ist ganz dünn. Im Prinzip könnte man das direkt einbauen. Ja? Also hier füllern, lackieren, einbauen. Aber manchmal passieren da Klamotten mit, lieber nicht. Ne? Deswegen, wir machen das nur quasi, nutzen das als Prototypen und dann machen wir das hier dran. Ja, check. Passt perfekt. Guck mal, hier. Ist da ein Spaltmaß? Ist da ein Spaltmaß? Nein, es gibt kein Spaltmaß. Das ist 3D. Das ist mein Leo, der neue Artic-Scanner. Und Leo ist besser als die Eva. Apropos Eva. Wir haben schöne neue T-Shirts bei uns im Shop. Und zwar unter www.prior-fashion.de. Ja, wer so ein cooles T-Shirt haben möchte wie ich, der kann es gerne bei uns. Wie kommst du jetzt von Eva auf die T-Shirts? Das weiß ich auch nicht. Aber okay. Ich weiß auch nicht. Manchmal quatsche ich Geschichten, wenn ich gute Laune habe. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Auf jeden Fall, so sieht's aus. Ich finde es doof, das mit dem dicken Klebeband. Das hat der Norm gesagt, nehmt das dicke Klebeband. Ha? Ja, aber siehst du wenig. Jetzt sagen die Zuschauer hier, Belzig, was ist hier anders? Viel besser. Passgenauigkeit 110%. So nicht anders. Hier kann man so schön das Logo einbauen. Vom Priorisieren zum Beispiel. Man kann die Kotflügel auch hier ausschneiden, wenn man die quasi hier ausschneidet und in dem Innenradkasten auch ein Loch ausschneidet, ne, und ein kleines Gitter dahinter macht, kann man das nutzen als Entlüftung für die Hitze, die quasi in dem Radkasten entsteht. Ne? Also auch funktionell. Eine Bremsenentlüftung. Das sag ich ja. Ja. Was habe ich denn gesagt? Das war nicht. Das, kann man das hören, wie leer das war? Ich habe aber nicht seinen Kopf getroffen, sondern die Käppi. So, weiter geht's. Klebeband, mein Freund. Klebeband. Ich nehme das dünne aber. So, jetzt haben wir einen Spoiler. Wir haben einen Spoiler. Dadurch, dass unsere 3D-Drucker nicht so groß sind, Vor- und Nachteile, habe ich aber schon in anderen Videos erklärt, haben wir den durch 3 geteilt und
Jetzt müssen wir quasi den zusammenkleben und daraus wird das Werkzeug gebaut. Ja? Deswegen hier unser Spoiler. Es gibt für Hunde, musst du so nah kommen. unsere Spoiler sind Spoiler, wenn voll sein. Das heißt, lach nicht. Das heißt, das ist nicht nur eine leere Schale, quasi wie so ein U, so, was man irgendwie draufklebt. Gibt es welche? Oder es gibt ja welche auch hier. Guck mal hier, wenn du da draufgeklebt, das ist wie so ein L. Ja? Und das nennt die Firma dann Spoiler. Nein, bei uns ist alles geschlossen. Wie ein fester Spoiler. Also kann man nur wirklich. Ne? Ist etwas teurer als natürlich ein Winkel, den man da quasi in ABS-Platte ausschneidet. Wir haben echte Werkzeugkosten, echte Entwicklungskosten. Und ich hoffe, dass die Hyundai-Kunden sagen, das ist geil, wir schätzen das, die Arbeit, made in Germany, alles in Deutschland entwickelt. Das ist natürlich auch für uns wichtig, ja, also für mich ist das sehr wichtig. Wir haben früher im Ausland produziert, aber immer wieder kam ich auf den Trichter, lass uns die Teile wieder in Deutschland produzieren. Ja. Warte, muss ich mal selber gucken, ja. Wie das passt. So, das ist falsch. Warte, mal selber gucken. Hier ist eine Kante, ne? Ist ja das, was wir letztens gesagt hatten, ob wir den mit so einer Kerbe machen oder nicht. Was wir mal gucken wollten, wenn er montiert ist. Weißt du? Ah, ja. War das nach unten oder nach oben? Ich weiß gar nicht mehr. Ja. Genau, so war das. Ja, du hast recht. Das war, siehst du, manchmal, wenn wir das irgendwas entwickeln, ja, manchmal ändern wir die Geschichte noch, weil es kommen echt coole Ideen. Zack. Und jetzt war die Frage, ob wir hier so eine Kante machen sollen oder nicht. Ja, dass quasi hier so eine Kante entsteht. Von der Seite sieht das cool aus. Finde ich wirklich, wirklich ziemlich cool. Also schreibt bitte hier unter den Kommentaren, wie findet ihr den Spoiler? Ob quasi hier in der Mitte so eine kleine Einkerbung machen sollen oder nicht. Oder einfach so durchgehend schönen großen Heckspoiler. Sieht echt cool aus. Ne? Ja, von der Seite sieht echt cool aus. Von oben, von hinten. Und ist, wie gesagt, ein echter Spoiler. Nicht nur irgendeine Schale oder so ein kleiner Winkel, sondern einfach ein echter Spoiler. So ist das. Gehen wir an die Front. Heute machen wir wirklich das Video kurz und knapp. Ich will an euch, oder wir wollen uns euch nicht lange hinhalten mit dem Hyundai. Deswegen geben wir jetzt Vollgas auch. Schaut mal. Sollen wir das vielleicht dahin tragen? Geht das? Oder nicht? Oder machen wir es hier? Komm mal her. Guck mal. Hier. In jedem von diesen runden Dingern gibt es ein Loch. Ja. In dem Werkzeug nachher. Wo wir alles an dem Originalbefestigungspunkt montieren. Hier kommt der Kleber. Die Kleberkanten. Fertig. So muss ein Spoiler aussehen. Ja? Und zwar auch von beiden Seiten. Es gibt natürlich Spoiler auch. Die sind nicht so hochwertig. Ich finde, der Spoiler von uns wird sehr, sehr, sehr gut sein. Guck mal. Hier ist eine Einkerbung zum Beispiel. Ne? Ein bisschen näher. Eine Einkerbung hier. Das ist nicht einfach irgendwie eine Einkerbung. Das ist für das Plastik, was unten unter dem Auto ist, wirklich perfekt ausgeschnitten. Also Montage ist wirklich, auch wenn man keine Erfahrung hat, als Karosseriebauer oder sowas, kann man den Spoiler selber montieren. Ja? Der wird nicht irgendwie nur geklebt und ein paar Schrauben reingebuttert, ohne Befestigungspunkte etc. Wie die meisten ABS-Spoiler. Also wollen wirklich eine gute Qualität zum guten Preis anbieten. Ne? Natürlich, Made in Germany kostet etwas mehr als im Ausland, aber ich hoffe, die Kunden werden das verstehen. Ja, durch die Kante hat er eine komplette Führung, ne? Komplette ja, Seite. Weißt du was? Worauf können wir die Kamera hinstellen? Dass du vielleicht mir gleich hilfst? Mhm. Ah, du kannst die Schublade vielleicht, oder? Kann man von da sehen? Genau, guck mal. Das können wir jetzt aber mit dem Klebeband nicht mehr machen. Das muss man so machen. Check. So, Klebeband. Jetzt mit dem dranhalten, ne? Was?
Nur dran halten. Nur dran halten, vielleicht kann man das gut erkennen. Warte, ich muss selber auf der Kamera gucken. Das ist, nenne ich Chefsache, warte. Bisschen näher vielleicht. So, ein bisschen näher. Da kann man zwar nicht das ganze Auto sehen, aber den ganzen Spoiler. Das Gute ist, man kann sich auf den Boden, auf den Performance Floor, auch hinsetzen. Ist auch gemütlich. Guck mal, zack. Und hat direkt die Führung. Und guck mal, genau. Und das, im Prinzip kann man das nicht anders einbauen. Fertig, ja. Können wir vielleicht. Ha, ich habe einen Plan. Ja. Und zwar die Rollen. Oder. Ja. Wir würden das Auto auch hochheben auf die Bühne, aber dann kann man hier sehen, wie der Spoiler liegt. So. Das hält! Das hält! Leute, das hält! Ja, sieht cool aus. Ich freue mich. Ich mag den Hyundai wirklich unglaublich. Unglaublich sehr. Ne? Nein, Spaß. Ich finde auch, wir haben die Ecken sehr schön gemacht. Kannst du vielleicht einmal rumgehen. Dass nicht zu weit abstehen. Ja? Immer noch, guck mal, das ist schon so eine große Kante, die absteht. Wenn du aber von oben guckst, komm bitte hin. Guck mal, von oben steht das vielleicht einen halben Zentimeter ab. Mhm. Ja, und das ist natürlich getuned, aber schön getuned, finde ich. Ja? Mein Geschmack oder unser Geschmack. Auch, dass das schön nach vorne geht, der Spoiler. Finde ich ganz cool. Als nächstes, wenn wir die Rahmen hier machen. Ja? Wir haben so Rahmen dafür gebaut. Und danach kommt White Body und Diffusor. Nein, zuerst die Rahmen, dann Diffusor, Schweller und dann White Body. Ja. Wir haben ein bisschen echt viel zu tun, sehr viel zu tun. Deswegen verzögern sich manche Projekte so ein bisschen, weil wir switchen zwischen den und den und den. Aber nicht mehr lange. Dann ist der Hyundai auch Tico Taco. Jagt der Pole Tico Taco? Ach, wir haben, apropos Tico Taco. Wir haben auch richtig coole T-Shirts. Jetzt wieder Werbung für den neuen Shop. Wir haben coole Tico Taco T-Shirts. So sieht's aus. Cool? Cool oder cool? Also ich finde es. Jetzt natürlich ist der Spoiler weiß, ja, und der fällt extrem auf. Wenn er in schwarz ist oder vielleicht in rot, kann man alle Farben absetzen. Finde ich schon cool. Also ich finde die, ich habe gesehen, viele ABS-Spoiler, die muss man quasi nicht mehr lackieren. Aber die sind so wellig und nicht schön verarbeitet, dass man sogar das nicht mal lackiert bekommt. Ne? Deswegen haben wir uns entschieden, wir machen das doch in Glasfaser, aber dafür sehr gute Qualität. Ne? Wir gucken, wie es ankommt. Falls das doch für die meisten zu teuer wird, müssen wir gucken, umswitchen. Aber ich hätte ungern etwas Günstiges produziert. Ja? Nein, etwas Billiges. Günstig wird das. Ja? Wir produzieren für euch günstig, aber nicht billig. Ja, das ist schon ein Riesenunterschied. Und deswegen finde ich, wenn man so ein Auto sich schon anschafft, ja, ich meine, das Auto kostet im Vergleich zum Golf viel weniger, aber immer noch einen Haufen Geld. Ah, und wir haben die Motorraumabdeckung abgemacht und wir bauen die jetzt in Carbon. Ne? Genau, die kommen in Carbon und dann, ich glaube für die wirklich absoluten Hyundai-Fans, wenn wir diese Lippe auch in Carbon bauen. Ne? Ist etwas dann teurer, aber dafür dann Top-Qualität in Carbon. Ne? Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst uns einen Kommentar da. Folgt uns weiter auf allen Kanälen. Wer zum Beispiel auch, muss ich am Ende noch sagen, wer zum Beispiel auch mir privat folgen möchte, da sieht man viel, viel mehr als hier bei YouTube, weil ich ganz kurze Stories mache, etc. Bei Instagram. Unter Andreas Belzec kann man sich alles von mir angucken. Ich poste fast jeden Tag eine coole Story. Vom Privaten, geschäftlich, was wir machen, wie wir machen. Manchmal so, wenn ich Felgen bekomme oder sowas. Echt coole Geschichten. Wer da drauf Bock hat, folgt mir. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Ciao.